Dazu müsste ich jetzt weit ausholen. Also dieser von Homburg hat ja damals eine halbe Stunde lang nichts gesagt im Interview. Was der... das zentrale Thema dieses Films, nun, das ist eine Reise in das Abyssal der Psyche. Punkt. Also Bayern-Fan bin ich auch privat. Das ist meine Parallelität. Obwohl ich im Film gar keiner bin, nur einen spiele. Als Projektion von jemand anderem. Soweit klar. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, fragen Sie mich einfach. Das ist ein Loser-Typ, der auf die kleinen Mädels spitz ist, aber nie eine abkriegt. Die gucken ihn ja nicht mal mit dem Arsch an. Und in seiner Illusion ist er natürlich heiß umschwärmt. Das war schwer zu spielen, diese Szene. Puh. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Schön. Schön. Nicht unanstrengend gelegentlich, wurde es ein bisschen kalt. Aber schön. Sehr genossen. Sehr anders zu allen anderen Dreharbeiten. So still, so ruhig. Manchmal hörst du eine halbe Stunde lang von niemandem gar nichts und denkst, ja, sind die überhaupt noch da? Und dann wird dann aber irgendwo, auf einmal fällt dann irgendwo ein anderes Licht rein oder so. Und dann hörst du Roland, Mira. Und dann geht's nahtlos weiter. Also ich sehe da auch eigentlich keine Walkie-Talkies und so. Die verstehen sich hier anscheinend wirklich, verstehen sich blind, stumm, ohne Worte halt. Ja, und es hat aber Hand und Fuß, es funktioniert. Also schön, möchte ich nicht missen. Ja, dieses Interview davor, weil ohne geschriebenen Text ist man als Schauspieler relativ verloren, ohne Gelernten. Ja, ich bin kein Denker oder Redner. Kann ich nicht beurteilen, weil ich habe hier noch nichts gesehen. Also jetzt vom Spielen her hat mir eigentlich alles Spaß gemacht. Je mehr man selber zu tun hat, umso mehr Spaß macht. Also wenn man jetzt nur irgendwo rumliegt und sich abknutschen lässt, ist das zwar sehr schön, aber geht vorbei. Man hat eigentlich selber nichts geleistet. Oder mir hat es viel Spaß gemacht, die Szenen mit Ute, also das war meine Hauptpartnerin, nicht? Und dass ich endlich einmal meine privaten Illusionen ausleben konnte hier, gell? Das ist aber ja nicht nur den Schal, es ist ja Bettwäsche, es gibt ja Handtücher, es ist ja alles, Taschentücher vom FC Bayern München. Und ich bin ja eigentlich eher mehr so ein heimlicher Fan, so ein Inkognito-Fan, der als solcher nicht erkannt wird, wenn er sich normalerweise so durch die... Und jetzt hier im vollen Ornat, also, ne, das, ich zeig's euch nochmal. Könnt ihr das sehen? 7-0 gegen Barcelona. Geschlossene Gesellschaft, Sartre. Punkt.